Im November 2015 hatte Josip Drimmitsch zum letzten Mal für die Fohlenelf getroffen. Gegen Hoffenheim. Das Endergebnis war ein 3:3. Am Samstag konnte Josip endlich wieder ein Tor feiern. Wieder gegen Hoffenheim beim 3:3 unentschieden. Klar, wenn man trifft, ist es immer gut. Man fühlt sich super. Aber ich wollte einfach der Mannschaft helfen, alles geben, mich reinhauen. Und dann, dass der Mika so einen Traumpass in die Lücke spielt, genau mir in Lauf und dann glücklich irgendwie das Tor erziele. Klar, glücklich, aber man muss die positiven Dinge mitnehmen. Sein Treffer nach so langer Zeit war auch nicht die einzige gute Nachricht für Josip an diesem Wochenende. Ich glaube, er hat gestern schon, glaube ich, das erste Glücksgefühl gehabt, dass der Schweizer Nationaltrainer ihn berufen hat, was so nicht zu erwarten war, muss man ehrlicherweise sagen. Aber es hat ihm natürlich einen riesen Motivationsschub gegeben und ich glaube, diese Motivation hat er heute mit reingenommen ins Spiel. Es ist nicht selbstverständlich, wenn du dann reinkommst in ein Spiel, ohne warm zu machen, musst gleich auf Touren laufen. Ja, aber er war sehr beweglich, war viel in den Räumen unterwegs und ja, ich hoffe einfach und wünsche ihm einfach, dass das jetzt der Startschuss war zu mehr. Zusammen mit seinen Kollegen Nico Elvedi und Jan Sommer kann Josip gegen Griechenland und Panama zum Einsatz kommen. Neben den drei Schweizern sind auch weitere Borussen mit ihren Nationalmannschaften unterwegs. Michael Cuisance kämpft mit der französischen U19-Auswahl gegen Belgien, gegen Bulgarien und gegen Spanien um die Teilnahme an der EM-Endrunde in Finnland. Thorgan Hazard steht für das Freundschaftsspiel gegen Saudi-Arabien im Kader der belgischen Nationalmannschaft. DFB-Trainer Stefan Kuntz hat Torwart Moritz Nikolas für die beiden EM-Qualifikationsspiele der deutschen U21-Nationalmannschaft gegen Israel und im Kosovo nominiert. Mit Matthias Ginter und Lars Stindl wird die deutsche Nationalmannschaft die beiden Freundschaftsspiele gegen Spanien und gegen Brasilien bestreiten. Auch die beiden können mit einem persönlichen Erfolgserlebnis in die Länderspielpause starten. Beide erzielten gegen Hoffenheim ihr jeweils 5. Saisontor. Borussias U23 hat bereits am Freitagabend in Unterzahl gegen den Bonner SC aus einem 1:2 Rückstand noch einen 3:2 Sieg gemacht. Giuseppe Pisano traf kurz vor Schluss. Trainer Ari van Lent erlebte ein wildes Spiel. Kann man wohl sagen. Also wenn man das dann nach 90 Minuten nochmal Revue passieren lässt, dann denkt man, was das heute war, das kann man dann auch gar nicht beschreiben. Das war eigentlich ein sehr ordentliches Spiel, obwohl wir das Personal Probleme gehabt hatten. Jetzt, weil einige oben dabei waren, was natürlich uns erfreut, aber uns hat so ein bisschen gefehlt und da macht man es trotzdem gut, 1:0 und geht durch die gelb-rote Karte, die von Mustavić, verliert man total die Kontrolle und was dann abgelaufen ist, hin und her und dass man dann noch in der letzten oder in der 91. Minute noch die Siegtore macht, das war dann für alle ja eine riesige Erleichterung. Es war einfach ein wichtiges Spiel, auch damit wir auch nicht da in untere Regionen zurückzufinden sind. Aber wofür deine Jungs im Moment so gut zu haben sind, ist ein Traumtor pro Spiel. Ne? Letztens Kollege Kraus und jetzt hat Aaron Herzog ja richtig gut einen rausgehauen. Ja, das ist erfreulich, weil die jetzt auch dann sehr wichtig sind. Ich fand das, den Himmel von Thomas Kraus, glaube ich, auch gar nicht so schlecht. So hoch zu heben, dann, wo du denkst, kommt an der Decke, der geht trotzdem rein. Aber ich meine, das Tor von Aaron jetzt, das war sehr schön und in dem Moment auch sehr wichtig. Letzte Frage, Rot-Weiß Essen jetzt am kommenden Wochenende. Ja, da ist ja auch immer ganz ordentlich. Stimmung, was erwartest du da? Ja, ein ganz schwieriges Spiel gegen eine Mannschaft, die letzte Woche gut gespielt hat, aber keine Ergebnisse erzielt hat und versucht auch da auch aufpassen muss, dass sie vielleicht nicht weiter nach unten rutscht. Gegen uns natürlich auch alles gehen würde, um letztendlich wieder in normale Regionen zu kommen und es wird ein interessantes Spiel. Für uns werden wir wieder eine andere Kader haben, kommen einige Jungs wieder zurück. Vielleicht auch die Jungs von oben, gehe ich fest von aus. Und dann, ja, dann wird es da sehr interessant. Borussias U19 hat am Wochenende im Halbfinale des DFB-Vereinspokals der Junioren gegen den SC Freiburg gespielt. Die junge Fohlenelf begann gut, stand von Anfang an stabil in der Defensive und kreierte ihrerseits Chancen durch Konter. Das erste Tor schossen aber die Gastgeber aus Freiburg. Luca Herrmann legte einen Freistoß am Strafraum auf Yannick Keitel, der den Ball kurz vor der Pause im Tor versenkte. Den zweiten Durchgang begann der VfL druckvoll. Nach wenigen Minuten kam Jonas Pfalz in eine gute Schussposition, sein Versuch geriet aber über den Kasten. Genau in Borussias Druckphase hinein erzielten die Hausherren dann den zweiten Treffer. Am Ende war es wieder Yannick Keitel, der zum 2:0 traf. Borussia verpasst damit nach 1987, 1988 und 2008 die 4. Endspielteilnahme. Für die U19 steht in dieser Woche bereits das nächste Pokalspiel an. Am Sonntag um 11 Uhr tritt Flats 11 im Viertelfinale des Niederrhein-Pokals beim TSV Meerbusch an. Unsere U23 spielt schon am Samstag um 14 Uhr bei RW Essen.
Auch die U17 spielt am Samstag in Essen. Um 16.30 Uhr geht es ums Weiterkommen im Niederrhein-Pokal. Die Frauen spielen am Sonntag um 14 Uhr gegen den Herforder SV im Reiter-Grenzland-Stadion.